Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ich muss noch mit ein paar Geschichten aufräumen, die hier von den Vorrednern gefallen sind, weil wenn Sie hier herausgehen und sagen, bei der Freiheitlichen Partei wäre das so, bei der Klimapolitik wie bei der Corona-Politik, wir würden einfach, wie Sie es zitiert haben oder zumindest sinngemäß gesagt haben, wir würden wissenschaftliche Fakten nicht akzeptieren, dann kann ich sagen, das stimmt so nicht und das ist nicht so. Unsere Politik ist nur nicht alternativlos. Bei uns schließt sich das eine Positive nicht durch das andere Positive aus. Wenn man zum Beispiel die Corona-Politik hernimmt, dann schließt sich bei uns der Schutz der Gesundheit nicht mit dem Schutz der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenwürde aus. Und wenn man auf die Umwelt schaut, dann arbeiten wir halt nicht mit Verboten. Wir halten wenig davon, dass wir sagen, Klimaschutz ist alternativlos und deshalb muss man mit Verboten, oder wir haben ja auch da schon gehört von der ÖVP, wie viel die Autos wert sind, mehrere Milliarden mit Enteignungsfantasien zu arbeiten. Nein, wir sagen, es muss Alternativen geben mit Hausverstand, wo sowohl unser Planet und die Umwelt geschützt wird und andererseits aber auch den Leuten ein Geld zum Leben bleibt, den Pendlern die Möglichkeit bleibt, ein Auto zu haben, auch in den ländlichen Regionen und so weiter. Und nur noch zwei Kleinigkeiten zum Abschluss. Besonders perfide, und da spielen wir heute auch nicht mit, ist diese Ankündigungspolitik dieser Regierung. Und die zieht sich ja durch heute durch den gesamten Tag und auch durch diese gesamte Regierungsperiode. Wenn nämlich gerade hier ein ÖVP-Vertreter herausgeht und sagt, gerade bei den Lebensmitteln, da kann man bei der Regionalität und bei regionalem Konsum wirklich etwas bewegen, dann treffen wir uns. Dann ist das absolut richtig. Was Sie heute nicht dazu sagen, ist, dass es gerade ein Bauernbündler war, ein Unternehmer aus Tirol, der trotz, dass wir Tonnen und Abertonnen, hunderttausende Tonnen von Erdäpfel bei uns in Österreich haben, der dann, um Geschäfte zu machen, Erdäpfel aus Afrika importiert. Und wenn dann zum Beispiel auch ein ÖVP-Vertreter herausgeht und die Atomkraftprobleme anspricht mit Tschernobyl. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Tschernobyl liegt 1000 Kilometer entfernt. Und ja, es war tragisch. Sie haben sogar im Regierungsprogramm stehen, Sie würden alles unternehmen, um die Reaktor in Betriebnahme in Mochovce zu verhindern. Na, was haben Sie denn gemacht? Und da muss ich Ihnen sagen, da teilen wir sogar die Meinung in diesem Fall von Global 2000. Gar nichts machen Sie, zu wenig machen Sie. Also ich muss Ihnen schon sagen, wir stehen für eine klare Politik, dass es den Menschen besser geht, dass es auch natürlich der Umwelt besser geht. Für uns schließt sich das nicht aus. Wir halten nichts von Ankündigungen, wir halten etwas von Politik mit Hausverstand, die handelt.